Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Metroid Prime. Ja, wieder ein neuer Part Metroid Prime, Leute. Hoffe, das Let's Play macht euch wenigstens etwas Spaß, dass es wenigstens ein paar Leute gucken. Und ja, so, wir machen jetzt hier weiter in der wunderschönen Wüste von Pendrana. Das habe ich auch nicht verstanden, wofür hier quasi der Raum ist, oder? Ne, stimmt, Moment, mir fällt gerade was ein. Der Raum hat seine Berechtigkeit. Entschuldigung, Entschuldigung, ey, hab nichts gesagt. Und hier kommen wir gar nicht hoch, ne? Hä? Wieso kommen wir da nicht hoch? Was ist denn das? Wir mussten da gar nicht lang, kann das sein? Mussten wir nicht. Moment mal, wir mussten doch da oben hin. Oh, da irre ich mich da. Wieso komm ich denn nicht hin? Was ist denn da los? Hier nicht hoch? Moment, kurze Probleme. Kleine Probleme. Eher gesagt. Nee, stimmt. Muss doch nicht da lang. Muss doch hier lang. Stimmt. Ach, natürlich. Natürlich. Ich hab mich da vollkommen geirrt. Huh. Schafft. Sau. Ja, natürlich. Ich kenne den weiteren Weg. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich wieder, wo wir hin müssen. Das brauchst du nicht, ne? Okay, machen wir mal so kalt. Da kommt schon eine, ne? Das war nur einer. Das ist nur das Schöne, nämlich, wenn du den Panzer zerstörst, kannst du die nämlich auch so killen. Was war das eigentlich nochmal? Das waren für 20 Energie. Ja, dann gibt es doch keine 50 Energie. Da habe ich mich mal wieder geirrt. Das kann auch mal passieren. Das Spiel ist halt auch schon was älter. Da kann man mal was vergessen. Nee. Genau. Jetzt können wir nämlich ein schönes, geiles Item neues. Hoho. In Ordnung. Angeschlossen. So, bam. Jetzt haben wir nämlich hier die Dinger mal gerade eben so hingefahren, dass wir da rüber springen können, wie man sieht. Kleine Jump'n'Run-Anlage à la Mario 64. Zack. Wir müssen es bald, weil die Dinger fallen nämlich auch wieder runter. Ich frage mich nur, war da nicht nochmal, wenn du das Ding nicht schaffst, dann hast du nochmal, egal. Keine Ahnung. So, hier. Nämlich ein neues Item können wir nämlich jetzt, nämlich den Speederball. Oder Boostball heißt er. Entschuldigung, Boostball heißt er. Damit kann ich den Morphball nämlich aufladen und kann den quasi, ja, wie sagt man, ja, boosten, dass ich quasi Schwung sammeln kann, um in Halfpipes, mich zu bewegen. Man sieht, das ist hier so eine Halfpipe, ne? Wenn man den auflädt mit B, kann man nämlich dann so machen. Und dann ist man immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und das ist jetzt eigentlich quasi die geilste Fortbewegungsmöglichkeit, die wir sowieso haben. Einfach hier so die ganze Zeit beschleunigen. So, den brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend, denn wir kriegen jetzt gleich wieder ein neues Item. Ich weiß nämlich jetzt genau wieder, wo ich hin musste. Jetzt fangen nämlich die kleinen Laufwege immer an. Wir müssen nämlich jetzt wieder einen kleinen Rückweg antreten, da wir sonst nicht weiterkommen. Moment. Haben die eigentlich auch hier rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal nicht. Hey, Moment. Ich möchte eigentlich hier wieder raus. Danke sehr. Moment. Oh. Zack, hier wieder raus. Ich mag den Boost. Boah, der ist geil. So, und zack, da mussten wir nämlich jetzt hier wieder zurück. Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da kam ja jetzt jemand. Wir sind ja auf der Suche nach jemandem, ne? Und den sehen wir da jetzt gerade. Guck mal, da oben, da ist er nämlich. Der gute Ridley, der Drecksack. Den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch, Leute. Keine Sorge. So, jetzt habe ich nämlich hier leider die scheiß Vögel erwischt. Ich die Krise. So, komm, wir fahren uns jetzt vorbei noch höher. Wir machen das doch wieder weiter mit dem Boostball hier. Und jetzt sind wir nämlich schneller. Haha. Das ist nicht geil jetzt. Ich finde das voll geil mit dem, ohne Spaß. Das ist richtig cool, sich mit dem Boostball zu bewegen. Das war nämlich richtig schön schnell, wie man ja gerade gesehen hat.
So, denn jetzt müssen wir nämlich dahin, wo ich gerade eben, oder was heißt gerade eben, für mich ist es gerade eben, für euch ist es gestern gewesen, oder weil ich letzte Folge hochgeladen habe. Ich weiß gar nicht, welchen Rhythmus ich das hochladen werde, weil ich das noch gar nicht, ich habe noch gar nicht die erste Folge veröffentlicht. Da weiß ich gar nicht, wann ich es hochladen werde. Jedenfalls, in der letzten Folge habe ich ja, was heißt quasi verirrt, ich wollte kurz nachprüfen, ob ich mich da nicht irre, wo ich lang wollte. So, Moment, warte mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da unten lang. Oh no! Okay, das war jetzt dumm, das war jetzt sehr dumm. Very dumm, aber kein Problem! Ich bin sowieso falsch gelaufen. Ich kann mich jetzt mal, ich ignoriere jetzt einfach mal die Dinger. Sonst auf mich schießen, ich habe genug Energie jetzt gerade. Mittlerweile fast an die 500 Energien, so ist egal. Ja, wir müssen jetzt wieder doch hier lang. Zack. So, Moment, kann wir einfach warten. Dann hier rüber, sehr gut. Übrigens, wir werden immer einen Lava-Schaden kriegen. Wir werden später keinen Anzug kriegen, wo es nicht mal Lava-Schaden mitmacht. Oder wo wir sogar Lava ignorieren können. Wir haben hier neue Container gekriegt. Und jetzt die ganz großen. Wir machen hier nochmal 10 oder 20? 10. 10 Raketen auf einmal. Und man wird das echt vonnöten sein, da wir so viele Raketen kriegen. Ach, wisst ihr was? Ey, ist mir jetzt scheißegal. Ich laufe jetzt einfach durch. Ne, das ging ja gar nicht. Stimmt, ja, ich hab mich gehört. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen hektisch, muss ich jetzt zugeben. Ich bin mal gerade ein bisschen mit dem Mothball ein bisschen durch. Ich mach den jetzt hier sowieso wieder, wisst ihr, dann kann man ja auch mal gerade eben so ein bisschen mit dem Mothball hier durcheiern. Das geht ja auch ganz fix. Und dann sind wir nämlich dann auch, wo wir hin müssen. Danke sehr. Mann, wie schnell das geht, Alter. Ich bin jetzt in der 6. Folge und habe hier schon so viel Ausrüstung mittlerweile. Es ist der Obershit. Und jetzt gleich kriege ich eins der wichtigsten Items kriege ich jetzt gleich. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, was ich meine. Das ist echt eins der allerwichtigsten Items. Das werde ich jetzt gleich kriegen. Wie ich mich jetzt mal noch durchgekämpft habe. Ach, verdammt, ich habe mich gerade. Ist egal. So, ich müssen wir wieder hier hoch. Ich ignoriere hin die Viecher wieder. Ist mir egal. Greift ihr mich ruhig an. Da scheiße ich ganz gepflegt drauf. Ja, müssen wir nämlich jetzt hier wieder hochgehen. Ja, wie gesagt, den hat man halt in der letzten Folge schon gemacht, den ganzen Weg hier. Aber man ist jetzt nicht tragisch. Machen wir dann die ganze Zeit nochmal. Ich meine, es gibt schon was, ne? Sag ich mal, ne? Es gibt schon was, ja, was man machen kann, ne? So. Moment. Tja, das ging schnell, wa? Ging sogar... Guck mal, das geht sogar schneller, merke ich gerade, wie mit der besten Waffe, die man nachher kriegt. Selbst damit geht es nicht mal so schnell. So, da sind wir nämlich. Hier müssen wir nämlich hin. Denn hier... Oh, hier ist eine Halfpipe. Halfpipe. Was kann man denn da machen? Was könnte man denn da machen? Ja, ist ja klar, ne? Speederball. Oder Boostball, wie man so schön sagt. Das ist immer ein bisschen tricky, man muss nämlich immer im richtigen Moment den Boost drücken, damit man Speed aufbauen kann. Man sieht, es geht schon. Ich kann das noch relativ gut. Und zack. Dann sind wir nämlich hier oben. Na, lang ist gleich unser wichtigstes Item schon quasi. So, müssen wir hier oben durch. Zack. Drei Wände. Drei Wände später. Und dann kommen wir nämlich jetzt gleich hier wunderschön oberhalb unseres Raumschiffs raus. Wenn man mich mal sieht, da ist unser Raumschiff. Und dann einfach hier... Fuck! Ah, shit, Alter. Ah, okay, nochmal alles von vorne. Super, Sebastian, du bist der Beste. Du machst das. Alles eure Schuld. Leute, sprich da tatsächlich gegen diesen blöden Stein da oben. Das kann echt nicht wahr sein. So ein Humbug. Muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen hier. Noch die Lutschis hier besiegen. So, jetzt aber nochmal. Moment.
Ach, so ging das schneller. Ah, okay. Jetzt habe ich es gerade selber noch rausgefunden, wie man nochmal schneller sich hochboosten konnte. Natürlich hat jetzt hier jemand gerade ganz fix nochmal ein paar neue Steinwände hingebaut. Ist klar, muss halt sein. Wäre auch sonst zu einfach. So, hier unten war eben irgendwo ein Gegner, den ich wiedergelaufen bin. Ja, machen wir den halt so jetzt aber, meine Güte. Na also. Und nochmal. Na also. So. Und jetzt, da ist es. Da ist unser wichtigstes Item. Und es ist ein Schuh. Was macht dieser Schuh? Es ist nämlich der Space Jump Boost. Yes, denn jetzt verfügen wir endlich über einen Doppelsprung. Und das ist das wichtigste Fortbewegungsmittel für uns eigentlich. Der Space Jump Booster ist der, oder der Boot, die Boots sind das wichtigste überhaupt. Denn jetzt können wir nämlich endlich einen Doppelsprung machen. Ich finde, sehr wichtig für die Bewegung im Spiel. Jetzt können wir nämlich an ferngelegte Orte besser kommen. Zum Beispiel auch hier hinten hin. Hier würden wir wahrscheinlich gar nicht überall hinkommen mit dem normalen Jump. Jump, 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 die neue deutsche Welle. Jump, Jump, F-L-E-R. Okay, Moment, hier sind wir diese Viecher, die weiß ich noch, die spritzen so Zeug auf einen. Genau das da. Oh, gerade hier ganz kurz fix platt, die Jungs. Ich glaube, ich nehme mir gerade was vorweg. Eigentlich glaube ich, wenn ich zeigen möchte. Moment, ist das jetzt die Mega-Lade? Ah, ich glaube, ich gehe da gerade wirklich hin. Oh ja, Moment, ich drehe um. Nein, das möchte ich mir noch vorbehalten, den Bereich, den wir jetzt hier später dann sehen werden. Allein schon, weil es dafür eine kleine Zwischensequenz gibt, möchte ich mir diesen Bereich gerne vorbehalten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal gerade fix zum Raumschiff, denn das Schöne auch am Raumschiff ist, ich set das mal gerade. Und so kann man schneller Raketen übrigens abschießen. Einfach zwischendurch einfach mal auf die Schusstaste drücken. Das geht sogar ganz schnell. Achtung, warte mal, ich probiere es mal gerade, ob ich es noch hinkriege. Egal, kriege ich nicht mehr so gut hin. Egal, warum habe ich jetzt meine Raketen verschossen? Bist du denn doof, Sebastian? Jetzt hast du doch nur noch 12 Raketen. Kein Problem. Jetzt aufs Schiff rauf und da kriegen wir nämlich direkt auch neue Missiles oder neue Raketen mit. Möchtest du speichern? Ja, möchte ich. Bitte. Spielstand wurde gespeichert. Energie und Munition wurde aufgefüllt. So, und da müssen wir jetzt einfach nur nochmal eben dahin, wo wir gerade eben waren. Ne, wo ich da nicht weitergekommen bin. Denn jetzt haben wir nämlich den Space Jump Boost. Und da können wir nämlich dann ganz leicht einfach da nämlich hinkommen. So. Also wir werden da jetzt hingehen. Irgendwas werden wir in der Folge auch noch schaffen, denke ich mal. Das war da den Bereich noch schaffen. So, zack, hier schön hoch. Mit dem Space Jump Boost ist das alles. Boots ist das alles so viel einfacher hier. Ja, tschüss. War es ein toller Freund. Leider kannten wir uns viel zu wenig. So. Ich meine, hier kam ich nur mit dem Gravel Beam später hin, stimmt. Da muss man nämlich auch nochmal hin. Ja, ist mir egal. Macht ihr mal, ihr Jungs. Amüsiert euch da, aber bitte ohne mich. Ach, so schön mit den Space Jump Boots wieder rumzueiern. Ist einfach easy. So, denn ich finde, jedes Spiel braucht einen Doppelsprung. Kannst sagen, was du willst. Ich finde dieses Geräusch immer, fand ich mal cool in der Ladezeit. Da auch so einen kleinen Insider mit dem Steven. Wenn diese Ladezeit kam, hatten wir so einen kleinen Insider. Aber egal. So, und jetzt. Oh, wo ist denn mein... Ach, oh, Entschuldigung. Was vergessen. Ich darf meinen Fuß nicht in den Weg legen. Sonst kann ich hier nicht mehr spielen. Ah, ernsthaft jetzt? Okay, Moment. Ich muss mal gerade ganz kurz hier rein. So, dann muss ich mal gerade ganz kurz mal eben hier einen Cut hoffentlich setzen. Ich hätte dich vergessen wahrscheinlich sowieso. So, ich hoffe, ich habe den Cut gesetzt an der Stelle. Sonst habt ihr es jetzt mitgekriegt, wie ich gerade mein Fenster geschlossen habe.
Weil nämlich hier gerade jetzt ist schon wieder, ey, die sind immer am Schreiben bis zum abwinkenden WhatsApp. Das nervt. Nee, weil, ganz ehrlich, ich habe gerade das Fenster schließen müssen, weil draußen wieder einer, irgend so ein Gärtner draußen wieder gearbeitet gerade. Deshalb habe ich da oben eben das Fenster geschlossen, sonst hört man das jetzt gleich die ganze Zeit. Na, ich habe extra auf euch gewartet, Jungs. Ja. Und zack. Ja, da, jetzt müssen wir nur gleich wieder gegen die Geschütze kämpfen, leider sehr blöde. Wenn du mich fragst. Mal gerade eben hatte ich den Boostball neu, habe direkt alles mit dem Boostball hier durchgemacht und jetzt quasi nur noch. Alter, du nervst. Oh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Zack. Auf Wiedersehen. Schön, dich kennengelernt zu haben. Du warst leider sehr noobig. Gut, so, theoretisch könnte ich eigentlich auch hier links jetzt hochgehen. Ich zeig das mal gerade hier. Aber das bringt mir nicht viel, denn ich möchte das eigentlich noch nicht zeigen, was ich denn hier machen muss. Ich könnte jetzt, glaube ich, oder kann ich schon hier hin? Ich überprüfe es mal gerade ganz kurz. Oder muss ich das so machen? Ja, muss das so machen, ne? Stimmt. Ach komm, egal, was soll's. Machen wir es eben. Gehen wir hin. Aber ich meinst du nicht das, was ich eigentlich noch nicht zeigen möchte? Nämlich etwas finden, was wir eigentlich erst später finden müssen, wenn wir das Spiel weiter fortgeschritten ist. Das müssen es jetzt so, dass es höchstens Missile-Container ist, den ich jetzt gerade finde. Nein, das ist wirklich das, was ich meine. Okay, nee, das spare ich mir bitte auf. Sorry, Leute, dass ich jetzt da gerade nicht hole. Das ist kein existenzielles Item, keine Waffe oder irgendetwas. Das ist was anderes, was ich jetzt noch nicht gerne zeigen möchte. Möchte ich gerne erst später zeigen. Deshalb haben wir das jetzt mal gerade da liegen lassen. Ihr habt ja ungefähr jetzt gerade gesehen, was es war. So, Moment, wo muss ich jetzt nochmal lang? Ah, da, genau, stimmt. Ja, wie gesagt, ich musste mich gerade nochmal kurz selber, überprüfen, ob das jetzt richtig war, was ich da gerade gedacht habe. Und es war richtig, es war wirklich das Ding, was ich nicht holen wollte. Da tut es mir leid, dass ich das gerade nicht geholt habe, aber wir werden später noch erfahren. Ja, und ihr werdet später, wenn ihr das Let's Play verfolgt, ich hoffe, ihr verfolgt das Let's Play, werdet ihr noch erfahren, genau was das dann war, was ich da habe liegen lassen. Ich werde das dann auch nochmal zu gegebenen Zeitpunkt erwähnen. So, und dann ab in die gute alte Eiswüste von Pendrana. Und ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich noch einen Cut machen, weil wir sind schon wieder fast am Ende der Time angelangt. Weil ich glaube, bis zum nächsten Speicherpunkt wäre es dann zu weit für die Folge. Und ich muss jetzt eigentlich gleich Ende machen, denn ich muss jetzt leider gleich noch zur Arbeit. Das ist leider relativ kacke. Was willst du machen? Von nix kütt halt nix, wie man in Köln so schön sagt. Von nix kütt nix. Deshalb müssen wir da jetzt leider gleich hin. Man hat einfach heute mal an der Stelle etwas früher Schluss, aber ich denke mal, es gibt Schlimmeres, sage ich mal. So. Na, danke. Vollständig hergestellt. Die Energievorräte sind voll. Übrigens werden hier nicht, in den Dingern werden hier nicht die Missiles aufgeladen. Wie ihr seht, ich habe immer noch 27. Dafür gibt es spezielle Stationen, wo die Missiles auch aufgeladen werden. So, da würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr ein wenig Spaß bei dem Let's Play Projekt. Ich hoffe zumindest, dass ihr es euch anguckt, weil es ist echt ein cooles Spiel, wie man sieht. Und ja, deshalb würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Metroid Prime. Macht's gut, bis Ende dann. Tschüss! Ach, im Übrigen, wusstet ihr eigentlich, dass ich das Spiel auf der Wii U spiele, das Spiel aber für die Wii ist und dieses Spiel damals extra noch für die Wii von dem GameCube übernommen wurde? Echt faszinierend, oder? Das ist schon krass. Na, okay, wollte ich nur mal erwähnen, auf jeden Fall, und ja, macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal.